Hallo zur Frankenschau aktuell. Heute starten wir mit einem sehr mutigen Mann in unsere Sendung. Als Jugendlicher, da wurde Nils Ostkamp mehrfach von Neonazis verprügelt und nicht nur das, sie wollten ihn sogar umbringen. Grausame Erlebnisse, die ihn natürlicherweise einfach nicht loslassen. Nun hat er seine Geschichte als Comic gezeichnet und damit geht er auch in Schulen, also an den Ort, an dem er in den 80er Jahren selbst zum Opfer wurde. Geschichtsunterricht mal ganz anders. Nils Ostkamp nimmt die Schüler in seine Jugend mit, in der er mit 14 Jahren Opfer von rechtsradikaler Gewalt wurde. Alles begann im Unterricht, als er klar Stellung gegen Nazis bezog. Er wurde daraufhin mehrfach verprügelt, gemobbt, gejagt. Er wurde als Teenager zur Zielscheibe der Neonazis in seinem Ort. Am Ende wurde sogar auf ihn geschossen. Meine Motivation ist, klar, ich möchte die Geschichte teilen. Damals wusste ich nicht, warum das passiert ist. Und langsam ist daraus ein Schuh geworden. Mir ist das passiert und danach habe ich dann Trickfilm und Comic gelernt, um die Geschichte zu erzählen, dass ich jetzt wie heute vor den Schulklassen stehe. Der Comiczeichner hat seine Geschichte zu einem Buch gemacht. Drei Steine heißt es. Szenen daraus zeigt er in Marktredwitz. Die Schüler können Fragen stellen und mit ihm diskutieren. Also ich gehe mit dem Gefühl raus, dass wir ein klares Zeichen gegen Neonazis setzen sollten. Ich fand es sehr beeindruckend, wie der Herr das beschrieben hat. Man hat dieser Geschichte zugehört und wenn er dann von den ganzen Schlägereien berichtet hat, hat man sich erst verinnerlicht, dass es der ihm passiert. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie er das dargestellt hat. Mich hat es total beeindruckt, dass er so ganz frei erzählt hat, was er da erlebt hat. Und trotz der Angst, die er trotzdem vielleicht immer noch bleibt, dass weitere Anschläge auf ihn ausgeübt werden, er immer noch so offen darüber redet. Dass eben von dieser Neonazi-Szene, nur weil er sich einmal kurz dagegen aufgelehnt hat, er quasi immer wieder verfolgt wurde und immer wieder Anschläge auf ihn gab. Und er hat auch gesagt, 15 Schlägereien gab es da insgesamt. Viele sind beeindruckt über die Offenheit und den Mut Ostkamps. Denn während seines Vortrags wird klar, dass er auch heute noch von der rechten Szene bedroht wird. Courage heißt ja Mut. Und den kann man eigentlich nur zeigen, wenn man auch so eine Grundbefürchtung hat. Das ist ja auch das, was die Befürchtung, dass es schlimmer wird mit den neurechten Umtrieben, ist eigentlich viel größer als die Angst, dass mir was persönlich passiert. Er tourt seit 3 Jahren durch Schulen in ganz Deutschland. 28.000 Menschen haben seine Geschichte schon gehört. Und seine Arbeit geht weiter. Wir müssen da auch Kante zeigen und auch gerade an die Schulen gehen, politische Bildung, gerade in den jugendlichen Köpfen Spuren hinterlassen, die sich gerade erst politisch oder sowas positionieren und festigen. Wahre Worte, eine bewegende Geschichte und ein mutiger Mann. Um unterschätzte Gewalt von rechts geht es auch heute Abend bei unserer Sendung Jetzt red I live ab 20.15 Uhr aus dem Löwensaal in Nürnberg. Moderator Tilman Schöberl, der hat jede Menge hochinteressante Gäste eingeladen. Tilman, wer kommt heute Abend alles bei dir zu Wort? Julia, dazu gleich. Hetze, Gewalt, Mord, die unterschätzte Gefahr von rechts. Und wir haben ja gerade bei euch im Porträt auch schon gesehen, dieser junge Mann, der jetzt an den Schulen lehrt. Das hat schon in den 80er Jahren angefangen, wahrscheinlich noch früher, später dann natürlich die Morde des NSU, des rechtsradikalen NSU in Bayern, auch in Nürnberg. Und jetzt das schreckliche Attentat in Halle. Darüber wollen wir diskutieren heute Abend mit den Bürgerinnen und Bürgern. Aber wir müssen das natürlich auch an die Politik adressieren. Wurde unter Umständen auf dem rechten Auge nicht richtig hingeschaut. Wir sprechen mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, der wird bei uns sein. Dann kommt Dieter Janicek von den Grünen, von den bayerischen Grünen. Er sitzt im Deutschen Bundestag. Und wir werden Corinna Mjazka da haben. Sie ist die neue bayerische Vorsitzende der AfD, weil gerade der AfD wird ja immer wieder vorgeworfen, dass sie mit ihrer Sprachwahl auch dazu beiträgt, dass eben Menschen sich radikalisieren, dass sich ja der Diskurs, die Diskussion nach rechts verschiebt. Darüber wollen wir diskutieren heute Abend live ab 20.15 Uhr hier in Nürnberg. Und natürlich kann man sich wie immer auch jetzt schon online beteiligen. Einfach bitte unter jetztred.de oder auf Facebook unter BR24 online mitdiskutieren und natürlich hier live in Nürnberg heute Abend ab 19:45. Aber jetzt erstmal weiter mit der Frankenschau.